Ja, liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, es ist wieder was los in der Koblenzer Altstadt. Wir haben hier auch schon in der Corona-Pandemie gestanden und es war nichts los, obwohl wir in etwa an der gleichen Uhrzeit und an der gleichen Stelle gestanden haben. Mit dem heutigen Tag sind auch wieder die Restaurants geöffnet. Da gibt es natürlich klare Regeln, am besten eine Vorreservierung. Die Abstände zwischen den Tischen müssen gewährleistet sein, zwischen den einzelnen Gästen. Die Gastronomen werden mit Sicherheit darauf achten, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden. Das Ordnungsamt, die Kolleginnen und Kollegen sind unterwegs und werden dort auch entsprechend natürlich kontrollieren, damit sie sich auch mit dieser neuen Lockerung sicher in Koblenz fühlen können. Wichtig ist natürlich, dass wir mit diesen Lockerungen nach wie vor nicht leichtfertig umgehen, dass wir uns an die Maskenpflicht entsprechend halten und eben Abstand halten und möglichst eben nach wie vor Kontakte auch vermeiden. Wir haben seit 7 Tagen in Koblenz keinen weiteren Erkrankungsfall. Das ist eine richtig tolle, eine richtig positive Botschaft. Aber die gilt es eben auch entsprechend zu bewahren. Gestern waren 8 Menschen stationär in Krankenhäusern untergebracht. Aktive Corona-Fälle haben wir momentan 10 in Koblenz. Das sind alles wirklich tolle Zahlen, die machen uns froh, die machen uns glücklich, aber sie bedeuten eben auch eine hohe Verantwortung, dass es auch so bleibt und dass wir uns entsprechend an die Vorgaben, die in der Rechtsverordnung des Landes stehen, auch halten. In diesem Sinne hoffe ich auf weiterhin positive Nachrichten, auch in den nächsten Tagen. Ihnen alles Gute.